Ja, wir sind ja weiter auf Sendung. Insofern begrüße ich einfach schon mal hier die Gäste, während Wolfgang gerade den Umzug da noch vollzieht. Wir haben jetzt bei uns Rüdiger Bormann, seines Zeichens Berufsschullehrer, und seinen Rechtsanwalt Tobias Gall aus Berlin. Und es gibt einen rechtlichen Vorgang, zu dem wir hier eingeladen haben zum Update. Ich war ja in der Verhandlung live vor Ort. Dort ist ein Vergleich abgeschlossen worden und der ist widerrufen worden. Und dann ist es ja sehr erfreulich ausgegangen. Rüdiger, vielleicht magst du einmal den Gesamtvorgang vorstellen. Ja, ich sage erstmal schönen guten Tag an alle, die hier zuschauen. Und freue mich über das Interesse des Corona-Ausschusses, dass ich das mal hier vortragen darf. Ich hatte ja eine Kündigungsschutzklage gegen meinen Arbeitgeber, die Schulverwaltung von Berlin, eingereicht, weil ich der Meinung war, dass alles, was ich gemacht hatte, keinesfalls eine Kündigung rechtfertigt. Und ja, die kurze Zusammenfassung ist, ich habe jetzt in diesem Urteil letztendlich Recht bekommen. Ja, also alles, was ich bislang als nicht relevant bezeichnet habe, hat sich auch jetzt so dargestellt. Und eine Revision ist nicht zugelassen, sodass ich hoffentlich davon ausgehen darf, dass es auch dabei bleibt. Mhm. Ja, ich hatte ja den Eindruck, dass dieser Richter schon sehr stark um Objektivität bemüht war. Dass wir noch mal ganz kurz darstellen, was tatsächlich der Vorwurf war, der ja zu dieser Kündigung des Arbeitsverhältnisses geführt hatte. Da muss ich vielleicht kurz erstmal ein bisschen weiter ausholen, wer ich überhaupt bin an der Berufsschule. Mhm. Also ich habe an einer Medienschule unterrichtet. Ich habe den Background Elektrotechnik Informatik. Und ich habe unter anderem die Mediengestalter des RBBs unterrichtet. Und von daher habe ich eine gewisse Nähe zu den Leuten, die mir jetzt unterstellt haben, während Corona, ich hätte irgendetwas Verschwörungstheoretisches verbreitet. Oder Herr Bakti sei so einer. Oder was auch immer. Also das war so das Kaliber der Vorwürfe, mit denen ich konfrontiert war. Und dann gab es diverse Beschwerdebriefe und Ähnliches an meinen Direktor. Und der fragte, was soll ich denn damit tun? Und ich sagte, da gibt es doch eine Rundablage. Ja, weil schließlich bin ich der Akademiker, derjenige, der die Noten vergibt, der die Fakten checkt und der das sehr gut im Griff hat. Ich bin verdienter Lehrer, über mehr als 10 Jahre dort gewesen. Und ich war eigentlich unkündbar, jedenfalls nach dem, was ich wusste. Und zudem war ich GEW-Mitglied. Ich dachte, ach, die schützen mich doch auch mit meiner Rechtsschutz, die ich dort angeblich habe oder sowas. Das ist alles an einem Tag wie Seifenblasen zerplatzt quasi. Waren die 3 Jahre eigentlich? Ja, ich habe die gleich angeschrieben und die sagten dann, ich hätte ja nur Streit mit dem RBB. Das wäre ja kein Fall für die Schule. Und außerdem die Rechtsanwälte, die sie dort hätten, die müsste ich dann halt nehmen. Und es war mir schon klar, wen ich nehmen wollte in der Situation. Jemand natürlich von Anwälte für Aufklärung und dann einen Arbeitsrechtler. Und so bin ich dann auf Herrn Gall gestoßen. Und ja, das war mein Interesse, dass meine Interessen auch wirklich wahrgenommen werden. Und dass ich jetzt nicht durch den Kakao gezogen werde, so wie das der RBB gemacht hat. Also kleine Teile aus irgendwelchen Videos von mir rausgezogen. Das ist das eigentliche Thema. Ich habe also angefangen, während Corona natürlich sehr intensiv diesen sogenannten Online-Unterricht zu machen. Ne? Also auch in den Osterferien. Ich habe meine Schüler prima darauf vorbereitet. War wieder mal eine Stütze meiner Schule, während andere dann einfach gesagt haben, ich kann nicht unterrichten, ich kann nur E-Mail, wenn überhaupt. Da schicke ich dann ab und zu mal Formular rum an meine Schüler. Und ich habe dann eben gezeigt, wie man unterrichten kann mit verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Auch die Schüler zum Beispiel haben ja so Discord zu Hause, wenn sie Gamer sind oder was. Gab es dann eben Kollegen, die sagten, damit kann man doch nicht unterrichten, das ist so eine Spieleplattform. Das ist natürlich keine Spieleplattform, das ist ein Kommunikationswerkzeug. Aber mit sowas konnte ich mich zu der Zeit tatsächlich
nicht wirklich durchsetzen, auch wenn es von einigen Kollegen mitgetragen wurde, die das mit Interesse wahrgenommen haben, welche Möglichkeiten einem im Online-Unterricht eben zur Verfügung stehen. Und um das richtig denen beizubringen, habe ich auch wirklich die kompletten Osterferien damals im 2020 durch unterrichtet. Ich hatte immer ständig Kontakt zu den Schülern. Ich war auch der Erste, der wieder in der Schule war und da weitergemacht hat. Und von daher habe ich, glaube ich, ein sehr viel realistischeres Bild gehabt von dem, was da an Bedrohung tatsächlich da war, als andere. Weil ich auch das als vorrangig sah, als Lehrer weiter da zu sein für die Schüler. Es gibt auch Feedback-Runden einmal pro Jahr, wo man von den Schülern sich Feedback einholt. Und da stand nie drin, dass ich ein Unhold bin. Also meine beste Disziplin war angstfreier Unterricht. Und das ist eben das, was ich vermittle. Und in Corona war das aber das Falsche, weil das widersprach ja dem Staatsnarrativ. Wir machen jetzt mal ordentlich Angst. Und das ist dann eben für mich nach hinten losgegangen. Weil dann auch Kollegen meinten, das kannst du doch jetzt nicht so machen, das kannst du jetzt nicht so sagen. Die haben doch nur Angst. Ich sage, wie nur Angst? Das ist doch schlimm, dass die Angst haben. Warum kann ich denn da nicht mal einen Kontrapunkt setzen und dann einfach mal dagegen angehen? Und dann habe ich sie eingeladen, mitzukommen zur großen Demo auf dem Schulverteiler am 1.8. Querdenken. Wollen wir doch mal hingehen und dann der Regierung mal zeigen, dass das so nicht geht mit den Maßnahmen. Weil ich meine, mit meinem Background, da kann man sich natürlich überlegen, wenn die so weitermachen, da geht die ganze Gesellschaft vor die Hunde. Jetzt wissen wir es, dass ich recht hatte. Hatte ich auch damals schon, wenn man ein bisschen überlegt hätte, mal ein bisschen weniger Angst gehabt hätte, hätte man den Weg gehen können. Wollte man nicht. Ja, und deswegen schmorte das dann immer mehr, dieser Konflikt so zwischen denen, die gerne maximale Vorsicht haben wollten und denen, die einfach sagten, sorry, also nur Vorsicht geht nicht, wir müssen hier auch mal ein bisschen vernünftig sein und das so handhaben, dass das pragmatisch für die Schule geht, dass man einfach Unterricht machen kann. Und dann hatte ich halt das Pech, dass mein Sohn dann gleich im Oktober dann Corona bekam. Der wohnte zu der Zeit bei uns zu Hause und ich sagte dann auch nur, das Gesundheitsamt wäre noch nicht da gewesen. Ne? Aber das habe ich dann nur in Videos gesagt, weil ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich innerhalb von 10 Minuten raus aus der Schule, als die Nachricht von meinem Sohn kam, weil mein Direktor sagte, nee, das können wir nicht machen, dass du jetzt hier bleibst. Wenn der bei dir wohnt und der hat Corona, dann kannst du nicht hier in der Schule unterrichten. Gut, dann bin ich eben zu Hause geblieben, in Quarantäne und so. Aber ich habe per Video weiter unterrichtet quasi. Ich habe dann eben Unterricht vorbereitet. Ich habe weiter erzählt, dass ich mich nicht angesteckt habe, obwohl der ja direkt neben mir lebt und all solche Ungeheuerlichkeiten damals. Ne? War Ihr Sohn richtig krank? Ja? War Ihr Sohn krank? Der hat eine normale Erkältungserscheinung gehabt, zwei Tage, Fieber. Und wo ist er diagnostiziert worden? Das war so. Dass er tatsächlich nur den Verdacht hatte, weil er eben eine neue Freundin da zu dem Zeitpunkt hatte, die dann plötzlich zu ihm kam und dann sagte, oh, weißt du was, bei mir haben sie jetzt Corona diagnostiziert. Einen PCR-Test gemacht. Aber die war dann wirklich krank, ja. Und er war ja auch wirklich krank. Und bloß das Gesundheitsamt hat sich dann eine Woche Zeit gelassen, bis die dann bei uns an der Haustür standen, 2020. Ne? Und das war natürlich prima, weil dann musste ich nicht wirklich in Quarantäne. Also ich hatte jetzt nicht vom Gesundheitsamt die Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Ich konnte weiter einkaufen gehen und mein Zeugs machen. Ich war auch nicht krank, ne? So, und das fanden die natürlich alles ungeheuerlich, dass ich jetzt da auch gar keinen Wert drauf lege, dann zu Hause eingesperrt zu bleiben und solche Sachen. Und nun gut, also ich bin kein unvorsichtiger Mensch. Ich kann das schon einschätzen, was ich machen kann, was nicht. Dann hält man eben ein bisschen mehr Abstand und ist gut. Und tja, wie ging das denn weiter? Dann war es halt so, dass dann, als ich dann wieder in der Schule auftauchte, das auch nicht mehr lange gedauert hat, bis dieser RBB-Bericht dann kam, der in den Tagesthemen veröffentlicht wurde. Und wo dann Leute mich aus USA und Türkei irgendwie anschrieben und sagt, sag mal, was ist denn da bei euch los? Seit wann bist du denn Nazi und rechts, rechts, rechts? Und was wurde genau gesagt in diesem RBB-Bericht? Tut mir leid, aber ich habe ihn bis heute nicht angeguckt. Ich habe mich so fertig gemacht. Also. Ich kann haben Sie ihn angeguckt? Ich habe ihn in der Prozessvorbereitung doch mal angeschaut. Das ist in der Tat ein bemerkenswerter Auftakt gewesen. Ja? Ein unfasslicher Skandal letztlich aus meiner Sicht. Olaf Sundermeier,
berüchtigter, könnte man sagen, Journalist von eigenwilligem Ruf, hat einen 10-Minuten-Beitrag in den Tagesthemen darüber liefern dürfen, dass da ein Querdenker, Berufsschullehrer in Berlin, voller Name, selbstverständlich genannt, sein Unwesen treibt, also Narrative aufmacht und Corona-Maßnahmen kritisiert und natürlich Corona-Leugner ist, was ich habe ja noch in meinem Leben noch keinen Corona-Leugner kennengelernt, aber es muss das massenhaft gegeben haben. 10 Minuten in den Tagesthemen, natürlich auch mit der Forderung an die Senatsverwaltung, also den Arbeitgeber, diesen üblen Corona-Leugner aus dem Staatsdienst zu entfernen. Ja. Das war der Auftakt. Also und wann war das genau? Wann kam das der Bericht? Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Dezember 2020. Ende November 2020. Ja, nicht gesagt, Lönnstein. Naja, so ähnlich. Also das ist schon das Pendant gewissermaßen dazu. Ja? Also in den Tagesthemen gewissermaßen zum Staatsfeind. Klasse Diffamierung, Diskreditierung. Mein Ruf hat man da quasi innerhalb von einem Tag zerstört. Eben mal so baff. Ja? Also Leute, die mich nicht kannten, für die war der Fall klar, der Lehrer muss raus. Also sowas kann man da auf keinen Fall arbeiten lassen. Und die haben es nochmal unterlegt dann mit Schreiben des RBBs an die Schule. Die sind da direkt eingegangen. Die haben sie mir natürlich nie ausgehändigt. Ich habe mal danach verlangt, dass sie mir das bitte mal als Kopie geben, damit ich das als Beleg habe. Aber der Direktor und die Abteilungsleiter, die haben zusammen in einer Runde mit mir gesessen und die haben es mir an die Wand gebeamt, die haben es mir gezeigt, wie das da als E-Mail reingekommen ist. Und das war nicht das Einzige. Die haben also mehrere von den Dingern gekriegt. Einsicht in die Personalakte kann man nehmen. Diese Beschwerdeschreiben sind, glaube ich, nicht Bestandteil der Personalakte, weil da kommen nur so Personalgespräche und derartige Dinge drin, so Protokolle zu irgendwas, irgendwelche Schreiben, die von außen reingehen. Ich rede jetzt mal rein. Also das, man kann bis heute gewissermaßen das Zusammenschlagen der Hacken in der Senatsverwaltung für Schule hören, ja, weil auf die Aufforderung dieses prominenten Tagesthemenjournalisten sozusagen oder RBB-Journalisten hat man sich in der Tat redlich bemüht, irgendwelche Vorwürfe zusammenzusammeln. Und vielleicht nicht ganz untypisch für eine staatliche Ordnung, die gewissermaßen in den Totalitarismus abdriftet, hat man auch reichlich Material. Ja? Man findet dann eben Eltern von Mitschülern oder Schülern, auch manchmal überwiegend aus Parallelklassen allerdings, die gehört haben, dass da dieser Baumann unterwegs ist und das ginge doch gar nicht. Ja? Wir haben diese Briefe dann auch übermittelt bekommen. Eine große Materialsammlung. Und dann kam eine erste Ankündigung, dass man beabsichtige, eine Abmahnung zu machen mit einer schier endlosen Liste von Einzelvorwürfen. Alle ohne jede Substanz. Also arbeitsrechtlich wirklich Humbug, Unfug, Quatsch. Ja. Aber der Verfolgungsdruck sozusagen, der in der Schulverwaltung zu herrschen schien, war schon sehr ausgeprägt. Ja. Das war schon heftig. Also, diesem Spiel auch gestellt und haben dann sozusagen Punkt für Punkt erläutert, warum das arbeitsrechtlich selbstverständlich völlig unauffällig wäre und dass das einfach nur Meinungsäußerungen eines angestellten Bürgers sozusagen sind und keinerlei Vertragspflichtverletzungen zu besichtigen waren. Da haben die dann auch erstmal scheinbar nachgegeben, also haben weder die Abmahnung wirklich rausgeschickt, noch gar eine Kündigung daraus entwickelt. Aber sie haben die Mappe dann irgendwann angelegt. Später, ja. Aber dann haben sie eben weitergesucht und weitergesammelt. Und es waren dann also sicher 30, 40 Einzelvorwürfe. Und dann kam die fristlose Kündigung und mit einem Kernvorwurf gewissermaßen, den sie dann entwickelt haben. Daraus hat sich dann eben für mich auch ein arbeitsgerichtlicher Skandal. Also ich will nicht inflationär den Begriff des Skandals verwenden, aber in dem Fall war es wirklich so. Der Vorwurf war, dass Baumann
ein Tweet des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem Wortlaut Impfen ist der Weg zur Freiheit. Ja? Den wollte er kritisieren, allerdings nicht mal mit einem Kommentar, also nicht mit Worten, sondern mit einer kleinen Filmcollage, indem er diesem Ausschnitt, also einen Blick auf diesen Tweet, voranstellte, ein damals rumgehendes Meme, wo man das Tor von Buchenwald, glaube ich, sieht. Ursprüngliche Beschriftung Arbeit macht frei und daraus wurde dann Impfen macht frei. Es war sehr weit verbreitet als sozusagen ja, scharfe, zuspitzende Kritik, nennt man das rechtlich durchaus auch. Aber das war eben nur 2,5 Sekunden dem Tweet vorangestellt. Mhm. Es folgten dann 2,5 Sekunden des Tweets, sodass man gerade so diese Zeile lesen konnte. Die war rot unterschrieben. Und danach kam dann ein Ausschnitt aus dem Film Network, wo ein Journalist, wie heißt der Schauspieler? Haben Sie es drauf? Nein. Nee. Ein Journalist sozusagen über die üble Regierungsarbeit der damaligen Zeit und der Regierungspropaganda in den Medien schimpft. Mhm. Die Aussage war völlig klar. Ja, dass das eine Sprache ist, die schon mal in der deutschen Geschichte Verwendung fand. Also diese üble, sozusagen demagogische Zuspitzung. Ja. Impfen ist der Weg zur Freiheit. Das finde ich weiterhin ungeheuerlich. Ja. Mit der Auflösung von Brunner am Ende. Genau, dann auch noch der österreichische Kollege von uns, Brunner, der auch nochmal erklärte, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Nämlich, dass entgegen der allgemeinen herrschenden staatsrechtlichen Auffassung die Grundrechte nicht vor den staatlichen Einrichtungen sozusagen gelten, also der Staat gewissermaßen auf den grundrechtlichen Schutz fußt, sondern dass es nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten offenbar umgekehrt sei, dass der Staat sozusagen die Bürger auffordert, ihre Grundfreiheiten sich erstmal zu verdienen, indem sie sich impfen lassen, weil das nun mal gerade notwendig sei. Ja? Eine kleine Ergänzung habe ich noch, die mir noch wesentlich erscheint, weil wir haben uns ein Weilchen gestritten über das über das Fragezeichen auf dem ersten Bild, welches die Gegenpartei behauptete, das wäre nicht da und ich sagte, es wäre da und dann hat sich einfach herausgestellt, wir reden über unterschiedliche Sachen. In dem Video steht tatsächlich auf diesem Bild ein Fragezeichen, weil ich das Ganze damit thematisiere. Es ist völlig klar, dass mit diesem Fragezeichen verbunden war, ist es so? Und dann geht es los mit dem Video. Mhm. So, damit das aber möglichst viele Leute anklicken, habe ich das Original-Meme als Thumbnail genommen für das Video. Das heißt, für denjenigen, der das jetzt gesehen hat, für den stand da bloß dieses Originalbild aus dem sozialen Netzwerk, was ich einfach übernommen hatte, mit dem Spruch drunter, sie machen Tempo und ich denke... Und die Auflösung zu dem, und ich denke, ist eben dieses LMA, was in The Network ausgesprochen wird. Da steht bei mir im Titel nur Punkt, Punkt, Punkt. Also ich fand das sehr zurückhaltend, mal zum drüber nachdenken aufbereitet. Ja, ich fand es auch sehr gelungen im Übrigen, aber das Ding ist mir tatsächlich richtig um die Ohren geflogen. Eine kleine Provokation mit einer völlig unmissverständlichen Zielrichtung, finde ich, den Sprachgebrauch von Söder und seinen sozusagen metapolitischen Hintergrund oder rechtspolitischen Hintergrund anzuklagen. Ja? Selbstverständlich mit einer Provokation. Also es ist schon starker Tobak sozusagen, diese Beschriftung eines KZ-Tores mit dieser grauenhaften Nazisprache sozusagen da zu verfremden und dagegen zu stellen. Aber diese Provokation dürfen wir uns alle im demokratischen Rechtsstaat gestatten. Und gerade wenn der Staat gewissermaßen entgrenzt eingreift von Bürgern und auch eine sehr große öffentliche Debatte und auch eine Spaltung in der Gesellschaft stattfindet, darf man auch mal mit einer solchen Provokation agieren. Aber das war nicht das Problem gewissermaßen. Denn letztlich wussten
alle, auch bei der Senatsverwaltung, glaube ich, weiß man schon Bescheid, dass es das, was die dann anführten, für sich nicht gibt, nämlich eine politische Loyalitätspflicht gewissermaßen, dass also Angestellte des Staates nicht kritische Äußerungen tun dürfen und auch nicht provozieren dürfen, sondern sie mussten halt einen Weg finden, wie sie gewissermaßen diesen Kritiker in ihren Reihen im weitesten Sinne mundtot kriegen. Und da kommt dann eben die berühmte Nazi-Keule und nur sie kann zum Einsatz finden. Die machten dann eben daraus, neben einer ganzen Latte von weiteren Vorwürfen, in der ersten Kündigung den Vorwurf, dabei handelt es sich um eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ja. Es ist ein ernstes Thema, man kann darauf eigentlich nur reagieren mit einem Lachen, ja? Also einem höhnischen Lachen. Es ist nun wirklich ein abstruser Gedanke, das als Verharmlosung des Nationalsozialismus zu bezeichnen oder zu betrachten. Aber wir haben gerade mal den Gütetermin hinter uns gebracht in der ersten Instanz und der Vorsitzende Richter am Arbeitsgericht Berlin, Dr. Schmidt, hat dann im Anschluss, im Gütetermin selbst hat er praktisch nichts von sich gegeben, im Anschluss einen richterlichen Hinweis gemacht, wo er auf vier oder fünf Seiten ausführlich, eine ausgesprochene Fleißarbeit, mit reihenweise Belegen, Äußerungen von Opfern des Nationalsozialismus, uns gewissermaßen als Grundposition des Gerichtes offenbarte, dass er davon ausgeht, dass ein solcher Vergleich mit dem Nationalsozialismus wie in dieser kleinen Filmcollage eindeutig eine antisemitische Grundhaltung des Herrn Bormann belege. Also, ich habe sowas noch nicht gelesen. Ja? Ein radikaler politischer Aktivist in Richterrobe, der eine, wie ich finde, auch beleidigende Schlussfolgerung ausführlich begründet. Also Herrn Baumann gewissermaßen in einem öffentlichen gerichtlichen Verfahren zum Antisemiten erklärt. Ja? Ich mache das ganz selten, aber ich habe dann auch wirklich einen Befangenheitsantrag gestellt, weil die Vorverurteilung sozusagen schaute aus jedem Knopfloch. Ja. Vor allem die Argumente, die sachlichen Argumente, lieferte der Richter sozusagen anstelle der Beklagten, also des Landes Berlin. Die haben nicht auf diesem Niveau, nicht im Entferntesten argumentiert. Ja. Der Richter liefert aber gewissermaßen die eigentliche Anklage. Ja. Ich fand das heute spannend. Ich habe heute was gehört. Ich meine, es war in den Nachrichten. Da sprach eine Ministerin, soll davon gesprochen haben, dass man doch den zweiten totalitären faschistischen Staat in Deutschland nicht vergessen soll, die DDR. Wie ist denn das, wenn man da vergleicht? Ist man dann genauso böse? Politisch ist man wahrscheinlich inzwischen genauso böse. Also das gab es ja schon, solche Äußerungen. Und dann eben auch die scharfe Kritik sozusagen vom Mainstream. Aber strafrechtlich ist natürlich nur eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus unter Strafe gestellt. Das steht ja wirklich im Strafgesetzbuch. Ein Punkt in den meiner Anklage war ja auch schon, dass ich das, was ich da als Denunziation erlebt habe, als Stasi 2.0 bezeichnet habe. Ne? Das haben Sie ja auch auf Butterbrot geschmiert. Also das mochten sie auch nicht. Ja. Es gab enorm. Also ich fand ja auch vor Ort, die hat ja richtig gekämpft, die Vertreterin, also der Vertreter und auch die Anwältin, die da mit dabei war für die Senatsverwaltung. Also die wollten es um jeden Preis irgendwie durchdrücken. Und es ist ja schon auch, ich glaube, Sie hatten das ja dann auch erwähnt, dieses Prinzip wehret den Anfängen. Also wir hatten das auch schon mal hier mit Vera Scharaf diskutiert. Natürlich geht es darum, dass man, es wird ja nicht das Alte gleich klein gemacht, sondern es wird ja sozusagen gesagt, passt auf. Genau. Und da sind wir ja auch in der Schule. Wir haben es doch alle zigmal gehört und uns tausendmal damit auseinandergesetzt, ja, dass man alles aufpassen muss, dass bloß sich diese Geschichte nicht nochmal wiederholen kann. Das habe ich in zwei Instanzen immer und immer wieder wiederholt bzw. zu erklären versucht. Es ist schlicht ein Denkfehler, wenn man die Verbrechen des Nationalsozialismus als Maßstab nimmt und dem heutigen politisch agierenden Menschen vorwirft, das ginge schon in diese Richtung, dann kann das ja eben gerade
begriffsnotwendig, denknotwendig keine Verharmlosung dieses Maßstabes sein, sondern wir machen es ja gerade zum Vorwurf, diese schreckliche Tat, die schrecklichen Taten damals, die erinnern, und in diesem Fall ja auch nur im Sprachgebrauch, an heutiges Handeln. Ja? Das als Verharmlosung anzuklagen. Und es geschieht Land auf, Land ab in den Staatsanwaltschaften zurzeit, diese Vergleiche sofort als Verharmlosung anzuklagen. Ja. Und das wird auch ausgeurteilt. Ja? Also ich glaube nicht, höchstrichterlich ist das so ein klassischer Fall des reinen Vergleichs, des anklagenden Vergleichs, noch nicht als Verharmlosung durchgegangen. Aber also der BGH wird da hoffentlich nochmal einschreiten. Aber das ist wirklich also auch, wie soll ich sagen, geistige Verwahrlosung. Ja, diese Vorwürfe. Was ist das für eine logische Figur, wenn man etwas ganz Schlimmes, was gewesen ist, jetzt heutzutage wiedererkennt und angreift und verhindern will, dass sowas nochmal passiert. Ja, und deshalb vergleicht und sagt, das war so schlimm und was ihr jetzt macht, geht in die gleiche Richtung. Genau. Dann wird man praktisch von denjenigen, die das jetzt mitmachen, Da wird gesagt, dass man das verharmlost, weil es ganz so schlimm ist. Was haben die da für einen Vorteil dann für das, was jetzt passiert? Wie wirkt sich das halt dieses Bild nicht wieder erstehen lassen. Das steckt dahinter. Ein abschreckendes Bild nicht. Nein, aber ich meine, du darfst nicht suggerieren, dass das, was jetzt passiert, eben so schlimm sein könnte. Wenn das gleiche Monster wieder aufersteht und es gibt Leute, die es erkennen, möchte das natürlich nicht, dass die das sagen. Ja, aber man muss sozusagen dazu sagen, was der rechtspolitische Zweck dieser Strafvorschrift ist. Der ist ja nicht etwa sozusagen ein Meinungsdelikt. Es ist ja nicht etwa unter Strafe gestellt, verharmlosende Gedanken über den Nationalsozialismus zu haben, sondern das Einzige, was ich da finden könnte, ist, dass man die jetzigen Täter beleidigt, genau, dass man sie vergleicht. Das wäre so wie wir vor Gericht. Das ist unstrittig, dass die Verbrechen da waren und dass das ganz schlimm war. Und wenn man sagt, Mensch, ihr macht da sowas Ähnliches, dann vergleicht man sie und dann können sie sich beleidigt fühlen. Sie wollen sich der Kritik nicht stellen, genau. Aber diese Strafvorschrift ist Teil des Volksverhetzungsparagrafen 130. Ja? Es geht also darum, dass man sozusagen öffentliche Unruhe provoziert durch solche üblen, verharmlosenden Thesen. Ja? Es geht eben nicht darum, dass man falsche und, wie ich also sagen würde, auch unfassbar dumme Gedanken über den Nationalsozialismus hat. Also wie das in der Öffentlichkeit wirkt und ob das nicht zu sozusagen volksverhetzenden Momenten führt. Und wenn da theoretisch wirklich Faschisten in Deutschland, wir denken NSU oder so richtig rechtsradikale Organisationen wären und wenn man dann sagen würde, das sind ja Nazis. Genau. Dann würde man dann auch das verharmlosen? Unter Umständen verharmlosen, genau. Das ist die logische Konsequenz. Jedenfalls ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Denkfigur nicht. Das ist nicht zu verstehen. Das ist ein Denkfehler. Das ist klar. Aber was wäre denn die Konstellation, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Paragraphen erfüllen wollte? Dann würde ich jetzt sagen, also Volksverhetzung richtet sich ja nicht nur gegen jetzt in dem Holocaust-Zusammenhang, sondern ich könnte jetzt auch einfach sagen, die Bevölkerungsgruppe XY, das sind alles nicht lebenswerte Personen, geht auf die los. Das wäre zum Beispiel jetzt so eine Konstellation, oder? Die dann wahrscheinlich doch relativ klar unter sowas... Das wäre eine besonders krasse Situation. Es würde wahrscheinlich ausreichen, wenn man gewissermaßen eine Menschenmenge in der Öffentlichkeit aufwiegelt, also wütend werden lässt, indem man ihnen verharmlosende Geschichten über die Verbrechen des Nationalsozialismus erzählt. Was wir gesehen haben im Rückblick, ist einfach, dass man die Kritiker, die früh rauskamen, möglichst schnell mundtot machen wollte und ein abschreckendes Beispiel zeigen wollte, damit die anderen nicht in die gleiche Kerbe schlagen. Das ist, glaube ich, einfach nicht der rechtspolitische Zweck dieser Vorschrift, die durchaus einen legitimen Zweck hat. Mhm. Aber die Anwendung derzeit, insbesondere in solchen Schauprozessen fast schon, um Kritiker gewissermaßen der Regierung, die es wagen, Vergleiche mit historischen Vorgängen anzustellen oder zu warnen, das ist ja genau das, darüber haben wir schon mal geredet, was wir
also Menschen unserer Generation in unserer Schulzeit gewissermaßen daraus lernen sollten. Genau. Ja? Wir sollten befasst werden mit diesen Untaten und mit den Mechanismen und diesem Grauen der Nazizeit, damit wir gewissermaßen als bessere Demokraten frühzeitig erkennen, wenn da was in der Richtung beginnt. Kann man denn den Richter nicht wegen Verharmlosung anklagen, wenn er sowas vergleicht mit diesem schlimmen Richter Verbrechen? In erster Instanz, da muss ich mir jetzt sozusagen ein bisschen entspannen, weil da habe ich furchtbar dunkle strafrechtliche Gedanken. Ich finde das es ist meine persönliche Meinung, ja, alle Zuhörer müssen jetzt hören, dass ich eine Meinung äußere, ein persönliches Empfinden, dass das an die Rechtsbeugungsgrenze geht. Ja. Wer so ein Prozess gewissermaßen zu drehen sucht und einen Antisemitismusvorwurf ohne jeden Ansatzpunkt konstruiert und damit gewissermaßen dem Klagenden, dem gekündigten Arbeitnehmer droht, dass das hier so maßgeblich sein könnte und dann exakt auch im Übrigen das Urteil damit begründete. Er sagte exakt, dass unser vorgetragenes Verständnis dieser Äußerung, Sprachkritik gewissermaßen an der Lingua Tertii Imperii, also an dieser Sprachverwendung, ja, dass das eine Auslegung dieser kleinen Filmcollage sei, die man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen dürfe. Denn die Rechtsprechung, das Bundesverfassungsgericht, also das alte, ehrwürdige Bundesverfassungsgericht, hat da ja eine sehr gute Rechtsprechung zu entwickelt, die da sagt, wenn wir eine Meinung sozusagen in einer verletzenden, also eher verletzenden meistens Weise verstehen und sie beantworten wollen, jedenfalls als staatlicher, also grundrechtsgebundener, dann müssen wir bei der Auslegung sehr sorgfältig vorgehen. Und wir müssen alle möglichen Auslegungen sozusagen gegeneinander stellen und wir müssen dann die mildeste, die am wenigsten andere Rechte verletzt, diese Auslegung bei der Beurteilung zugrunde legen. Ja, weil das ist sozusagen die Wechseltheorie des Bundesverfassungsgerichts. Manche sagen bösartig Schaukeltheorie, aber allein schon der Richter, der ja das Grundrecht prüft, die Grundrechtsprüfung vornimmt, der muss eben auch schonend mit der Meinung gewissermaßen umgehen. Ja? Und davon ist das Urteil durchaus geprägt. Der kannte diese Rechtsprechung, hat sie auch sauber auseinandergelegt, aber kam dann eben zu der völlig abwegigen, da komme ich mit meinem Rechtsbeugungsvorwurf, mit der abwegigen Ansicht, dass man diese ganz offenkundig gemeinte Auslegung beiseite schieben müsse. Das könne nicht gemeint sein. Es müsse eine beleidigende Äußerung gegenüber allen Überlebenden des Holocaust sein. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also ich gebe zu, ich möchte jetzt nicht zu persönlich werden, aber als ich das Urteil las, brauchte ich wirklich eine Tischkante, um reinzubeißen, weil das habe ich so noch nicht erlebt. Also ein unfassbarer Vorgang und insgesamt wird daraus dann eben mit dem Auftakt Sundermeier in den Tagesthemen, in dem Verfolgungswahn der Senatsverwaltung und dann diesem in erster Instanz vollkommen entgleisenden Richter eine konzertierte staatliche Verfolgungsaktion. Politische Verfolgung ist das. In der schlimmsten Variante. Gewissermaßen politische Verfolgung im Rechtsstaat. Das muss man so schon sagen. Ja? Also sie halten sich ja alle gewissermaßen an die Formen und Gefäße oder Bahnen, die man im Rechtsstaat nun mal nur begehen kann. Aber dahinter sind halt ganz andere argumentative Mechanismen. Das ist eine wirklich schamlose und auch enthemmte Form von politischer Verfolgung. Da wird ein Corona-Gegner, der gar nicht polemisch, also auf dieses kleine Filmschnipselchen, ja, haben sie ja nie Polemiken von sich gegeben oder auf die Barrikaden gestiegen. Also ein ganz normaler, sachlicher, kritisch-rational argumentierender Corona-Leugner wird einfach, soll fertig gemacht werden.
Doch, ein gewisser zynischer Umgang. Das ist ja aber auch okay. Also ich darf ja auch jetzt das, also die, was dort präsentiert ist in dem Clip. Ja. Es wurde ja noch diskutiert, erinnere ich mich, dass man zuerst das Zitat von Söder hätte hinstellen müssen, ganz am Anfang, ja, und dann danach irgendwie diese Analogie und dann, oder was immer, diese Bezugnahme und dann weiter. Nun ja, also das ist ja aus Sicht eines des Videoproduzenten, muss man das Bild als erstes präsentieren, was die meisten Klicks zieht. Logisch, oder? Auch, also ich bin aber da, eben auch den, also und das weiß natürlich ein Medienlehrer und deswegen stellt er natürlich das nach vorne, was die meisten Klicks bringt. Obwohl ich muss sagen, ich war nicht sonderlich erfolgreich mit meinen Klicks. Das hat sich niemand dafür interessiert. Ich habe ja noch nicht mal 100 Klicks dafür gekriegt, aber hat trotzdem gereicht für eine Kündigung. Ja. Also weil es genau die richtigen gesehen habe. Ne? Also die Also ich will jetzt aber nochmal das Wort an mich reißen sozusagen. Okay. Ich habe jetzt sehr geschimpft über die erste Instanz, diesen Dr. Schmidt. Die zweite Instanz war tadellos. Ja. Also wenn die erste Instanz große Zweifel gibt, ob der Rechtsstaat noch zu retten ist, kann man sagen, die zweite Instanz bestätigt einen, dass es da noch eine große Substanz gibt. Die Umstände sind allerdings auch bemerkenswert im wahrsten Sinne. Das war dann ein Richter, der auch in seiner sehr freundlichen und neutralen Art gleich am Anfang sagte, dass er in einem halben Jahr ohnehin nicht mehr am Gericht tätig sei, aus Altersgründen. Ja. Das heißt, der Mann hat wieder oder immer schon, aber jedenfalls noch die Unabhängigkeit, auch eine politische Verfolgungsaktion sozusagen zu stoppen. Und mit ganz auf dem Tisch liegenden, offenkundigen rechtlichen Argumenten dann zu sagen, nein, das geht so nicht weiter. Und das ist ja für uns dann, also der Schlusseffekt ist schon ein sehr schöner gewesen. Ich weiß nicht, ob das vorhin so deutlich wurde. Erst haben wir in einer sehr langen, mühsamen mündlichen Verhandlung, auch mit großer eigener Kompromissbereitschaft, einen Vergleich zugestimmt, also eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wie das so üblich ist, gegen Zahlung einer Abfindung erreicht. Die Abfindung war auch ja schon attraktiv, aber auch nicht verrückt. Ja? Also früher wurde im öffentlichen Dienst wegen des sogenannten goldenen Handschlags oder Golden Handshake viel größere Summen gezahlt. Ja? Das ist heute generell nicht mehr so. Es war ein Betrag von 50.000 Euro. Und die Senatsverwaltung hat sich eigentlich nur mit der Begründung, dass es eine neue Schulsenatorin in Berlin gibt, die da schon zustimmen müssen, weil es ja doch ein öffentlicher Fall war, einen Widerrufsvorbehalt einräumen lassen. Und nun haben sie am Montag dieser Woche, drei Tage vor dem Verkündungstermin, dann eben diesen Widerruf erklärt, weil sie eben offenbar die Abfindung zu groß fanden oder überhaupt diesen ungeheuerlichen Menschen Baumann, diesen Widerständler, nicht auch noch bezahlen wollten. Ja? Und am Donnerstag, wir sind nicht von Zweifeln frei gewesen. Der Richter hatte die Qualität in der Berufungsverhandlung eben nicht deutlich zu machen, wohin er tendiert oder die Kammer tendiert. Also man ist da schon auch ein bisschen nervös. Ja. Also meine Laune. Das Ergebnis muss ich jetzt nur kurz berichten. Ja. Also das Gericht hat dann eben der Berufung in vollem Umfang stattgegeben, kann man sagen. Ja. Also die Kündigungen, die wir da angegriffen hatten, das waren ja insgesamt 4, 2 außerordentliche, 2 ordentliche, sind alle für unwirksam erklärt worden. Ja, das Arbeitsverhältnis ist nicht beendet worden. Und dann hat das Gericht auf Antrag, irgendwann mal gestelltem Antrag der Gegenseite, das muss man sagen, das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Damit hatten wir uns ja schon mit dem im Vergleich gewissermaßen abgefunden, dass das nicht mehr keine Zukunft mehr hat. Wir haben uns auch nur sehr verhalten dagegen gewehrt. So eine Auflösung hat auch zur Voraussetzung, dass die Kündigungen unwirksam waren. Ja? Also da können wir uns ja sozusagen nur sehr verhalten gegen wehren. Und hat dann eben eine Abfindung zugesprochen von 72.000 Euro. Was in der Zeitung steht, darf ich sagen. Das ist natürlich eine unfassbare Ohrfeige. Ja? Also die Prozesskosten, meine Gebühren, muss das Land Berlin jetzt tragen. Ja. Ihnen ist bescheinigt worden, dass alle Ihre Kündigungen unwirksam sind und dass Sie den Vergleich vielleicht hätten besser nicht widerrufen sollen, weil 72.000 die Abfindung erhöht wurde. Also fast 50% erhöht. Ja. Das war schon schön. Wenn man sich allein vorstellt, wie viele Leute sich da auf der Senatsseite mit meinem Fall die ganze Zeit beschäftigt haben,
haben und damit rumgeschlagen haben. Und wie viel Geld sie da gezahlt bekommen jedes Jahr. Da hat sich kein Mensch drüber aufgeregt in irgendwelchen Medien. Dort gearbeitet wird. Ja, das muss man was machen sagen. Die da den ganzen Tag? Dass sie so viel Zeit haben für so einen Blödsinn. Im Prinzip ist schon auffällig, das waren ja auch gerade am Anfang diese sehr harten Vorgehensweisen, ja, von jetzt Regierungsseite oder Verwaltungsseite. Also auch wenn man sich überlegt, das war ja jetzt dann eben alles Ende, also alles noch in 2020. Und ich glaube wirklich, dass man da ein Exempel statuieren wollte, jetzt in deinem Fall. Aber im Prinzip, wir haben ja auch im Mai 2020 die Geschichte gegen den Stefan Kohn, wo ja auch dieses Fehlalarmpapier ja nicht von ihm, sondern von anderen Leuten geleakt wurde oder irgendwie nach außen getragen wurde. Er hat ja nur in seinem normalen Verteilerkreis, also der ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, das Papier herumgereicht, eben mit der Bitte, dass diese Gefahrenlage nochmal zu überprüfen, ob es denn tatsächlich so ist und so weiter. Und aber da ist ja auch mit dem Vorschlaghammer draufgegangen worden. Und jetzt hat man im Prinzip im Bereich im Schulbereich, im Bereich der Verwaltung und wahrscheinlich noch in 5 anderen Fällen, wo genau in bestimmten Segmenten so draufgehauen wurde, dass die Leute Angst bekamen. Also eben andere Nachahmer, die vielleicht auch gesagt hätten, hey, ich habe hier auch Zweifel, ja, oder ja, aus einer Verwaltung oder so, Mensch, wir brauchen hier wirklich eine Evaluation oder so, passiert nicht. Genau, auch da immer zack, einmal richtig dick draufgehauen und dann bekamen alle anderen Angst und es erlischt Widerstand. Als ich da im März 2020 meine Pflicht getan habe, als ehemaliger Amtsarzt und gesagt habe, wie ich das beurteile, da habe ich ja dann auch meine ganzen Jobs verloren. Und ich weiß, da kamen 4 Studenten, Studierende, kamen dann zur Rektorin gegangen. Das war die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin hier. Und haben gesagt, dass ich rechts bin. Dass ich, also das, was ich da gemacht hätte, das können die da an der Schule, die da sich ganz links positioniert auch. Das ist also die sehr, sich als soziale Einrichtung auch dann positioniert. Das können sie nicht dulden und man müsse da meinen Lehrauftrag, den müsse man mir kündigen. Ich habe da 10 Jahre Lehraufträge gemacht und mit großem Erfolg und besten Bewertungen gearbeitet. Und da waren 4 Studierende, die dann da saßen und war dann so ein Teil des Lehrkörpers, die Rektorin. Und dann habe ich dann berichtet, was ich dann von der Situation halte. Damals war das noch neu, meine Bewertungen, die haben alle gut zugehört. Und dann nachher meinte die Rektorin dann wieder zu den Studierenden so, was halten Sie jetzt davon? Das ist ja alles noch schlimmer, sagten nicht zur Sache, sondern sagten, es ist ja alles noch schlimmer. Mhm. Und dann nahm ich die Rektorin zur Seite und sagte, ich will hier keinen Streit an der Hochschule haben. Wollen Sie dann nicht? Und ich sah die Leute, die da am Tisch saßen, wie die Gesichter der Kollegen auch, die dann auch hinterher kamen. Da waren welche, die sagten, ja, das tut uns ja leid und das ist ja irgendwie nicht zu verstehen. Also die waren voller Verständnis. Keiner hat den Mund aufgemacht. Die Rektorin hat das gemacht, was die 4, die waren alle von dieser, Organisation? Wie heißt die Organisation noch, diese Amadeo-Stiftung oder nicht? Ja, da war auch eine Dozentin dabei, die bei der Amadeo-Stiftung war, die da finanziert wird. Die ehemalige Antifas oder so. Ja, Antifas oder so heißen die, ja, stimmt. Absurder Verein heute. Ja, und das war, also diese Sache habe ich erlebt und auch mit auch in der Römerliga 12 Jahre Präsident der Römerliga Schleswig-Holstein. 2 Briefe kamen da von so Frauen, auch die dann auch sagten, dass so einer doch nicht mehr in der Römerliga sein kann. Und dann sagte mir meine Vorstandskollegin, ich war der Präsident, sagte mir, wir kriegen dann eventuell ja keine Geld mehr von der Krankenkasse, willst du nicht lieber verzichten auf diese Präsidentschaft? Ich hatte überhaupt keine Lust mehr für diese Menschen noch was zu tun. Es ist so energiezehrend, das ist so unglaublich. Ich habe mich engagiert die ganze Zeit. Ja? Man macht das mit Spaß und Freude. Ja. Und ich habe auch die ganze Schule da dekoriert mit vielen bunten Plakaten zu Sachthemen, Statistiken vom Bundesstatistikamt und so. Da ist tatsächlich die Schulaufsicht bei mir doch zu der Zeit in die Schule gekommen und hat das, also als die mich dann schon verbannt hatten nach Hause, geguckt, ob ich da nicht irgendwas Falsches an den Wänden hänge. Das musste dann alles abgehängt werden und ersetzt werden durch irgendwelche anderen Plakate oder so. Ne? Das ist so quasi so ausradieren. Der hat hier nie unterrichtet, der hat hier nie existiert. Ich habe es ja noch mitgekriegt, ich war ein Weilchen noch auf dem Schulverteiler drauf, die haben mich nicht gleich rausgenommen. Über mich
wurde auf dem Schulverteiler kein einziges Wort mehr geredet. Ich habe nie existiert an dieser Schule. Richtig, genau. Wahnsinn, das ist bei mir das auch. Das Memory Hole, ja, bei ja. 1984, wo dann jemand, der da plötzlich in Ungnade gefallen wird, einfach rausgenommen wird aus der Geschichtsschreibung. Dann müssen wir alle die Bücher noch mal ein bisschen neu. Mhm. Und zack ist die Person, ich glaube, die haben da sogar irgendeine Art Trichter, wo dann diese alten Darstellungen verschwinden, ja, und kein Mensch erinnert sich. Dieses Thema, dass man sich nicht mehr erinnert und dass man es verdrängt. Da gibt es von den Stachelschweinen eine wunderbare Sequenz, die müssen wir noch mal zeigen. Oder haben wir die nicht schon mal gezeigt? Ich weiß nicht genau. Wo die dann so zwei, einer so kommt, und so zwei Ärzte und Herr Kollege und was ist eigentlich aus dem geworden, da diesem der da die bei den Kindern, die Gehirne von Kindern immer dann genommen hat, die dann umgebracht wurden und da Forschung gemacht hat. Ja, der ist Präsident der Ärztekammer geworden. Und so ging das die ganze Zeit. Dann haben sie die einen nach dem anderen, diese ja. ganzen, die nachher in der Bundesrepublik dann noch immer hohe Posten gekriegt ja. haben, in der Kammer, der Ärztekammer oder an Hochschulen, haben sie so einen nach dem anderen. Das ist unheimlich bitter. Aber das war genau das Thema, dass da eben so, dass die Gesellschaft das verdrängt, dass es weg ist. Und mütterlich die Unfähigkeit zu trauern, die haben das ja auch aufgearbeitet in das Thema. Also das ist ja sowieso das dahinterstehende Thema. Ich habe es ja vorhin benannt, dass das natürlich auch skandalöse Entgleisungen sozusagen hatte hier und eine richtig gehende politische Verfolgung war. Aber man merkte sowohl bei den Vertretern des Senats als auch bei deren Anwälten und natürlich sowieso beim Gericht, also erster Instanz wohlgemerkt nur, dass schon auch die Auffassung herrscht, dass man gewissermaßen die gleichen Meinungen zu vertreten hat. Also gewissermaßen politisches Duckmäusertum ist gefordert im öffentlichen genau. Dienst. Obwohl das als Rechtsfrage seit Jahrzehnten natürlich geklärt ist, dass Angestellte im öffentlichen Dienst, genauso übrigens wie Beamte, sehr wohl auch Kritik üben dürfen oder vielleicht sogar sollen. Unbedingt. Und natürlich auch müssen, Beamte müssen ja remonstrieren im Zweifel. Ja. Aber dieser Geist gewissermaßen des demokratischen Bürgers in Staatsdiensten. Ja. Das ist, glaube ich, in den, also jedenfalls im Failed State Berlin, muss ich das jetzt wirklich so feststellen, nicht mehr gegeben. Das ist nicht mal mehr in Erinnerung geblieben. Also sie haben offen mit der politischen Loyalitätspflicht argumentiert. Ja? Ja. Sie haben gesagt, also sie hatten, glaube ich, irgendwie diese Impfmobile auf den Schulhöfen öffentlich in einem Video kritisiert, dass das eine unredliche Unterdrucksetzung von Schülern sei. Ja, ja? Und sie verstünden gar nicht, warum die Schulsenatoren das mitmachen. Genau. Also noch Verständnis für diese politische Verantwortungsträgerin, hält die Senatsverwaltung bis heute für eine schwere Beleidigung der Schulsenatoren, weil sie natürlich nicht anderer Meinung öffentlich sein dürfen. Also was diese, das ist in diesen Systemen gewissermaßen die Erwartungshaltung, die müssen alle den Mund halten, die Politik entscheidet, wo es lang geht, und das ist im Übrigen ein Merkmal des Totalitarismus, ja, dass man alle immer in allen Strukturen, Staat und Gesellschaft, obwohl eine glauben, Meinung vertreten links müssen. Ja, also ich halte das für schwer rechts jetzt einfach mal als Spaß, ja, weil diese paternalistische Politik, die da durchgesetzt wird, ja, die ständig Leute bevormundet oder so, die führt doch bei dieser Narrativpolitik genau dazu, dass man immer querdenken muss. Also jetzt, ich meine jetzt die anderen, die querdenken. Ne? Also wir denken ja geradeaus, aber die das jetzt nicht hinkriegen, dass die Wahrheit und die Narrative zwei verschiedene Dinge sind. Das habe ich absichtlich jetzt so gesagt. Ja? Also ich habe immer für mich in Anspruch genommen, die Wahrheit zu sagen. Und die Regierung hat Narrative verbreitet. Und ich habe versucht, als Faktenchecker, als Lehrer, der ich bin, zu gucken, was ist da dran, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und habe die Dinge haarklein auseinandergenommen. Mhm. Von mir gibt es eine Webseite, die heißt gretaliegtfalsch.de. Auf 100 Seiten steht da drauf, was alles dran ist am Klimawandel. Die hatte ich vorher schon fertig, vor Corona. Da bin ich auch schon angeeckt. Weil die Kollegen, die haben lieber dann Bücher von amerikanischen Dramaturgen aufgelegt zum Klimawandel. Und die ersten Elektroauto gekauft. Dieser Klimawandel wird in der Schule über Dramaturgie verkauft. Ja, so wie das Fernsehen das macht, einen schönen Film zeigen. Da wird nicht mehr mit Fakten gearbeitet manchmal. Ich habe in meinem Referendariat gelernt, ein Lehrer, der nicht die Wahrheit sagt, fliegt raus. Der kassiert eine Abmahnung. Bei mir war es genau umgekehrt.
Ich habe die Wahrheit gesagt, ich bin rausgeflogen. Ja, so. Da muss ich den Satz loswerden, die Wahrheit ist auch nur ein Narrativ. Das ist im Grunde der Kerngedanke des postmodernen Denkens, also ja. der richtigen, der Poststrukturalisten. Ja? Die Wahrheit ist auch, die Aufklärung ist eben auch nur ein Narrativ und wir müssen uns jetzt andere Narrative finden, weil in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts eben die Aufklärung gescheitert ist. Und das ist wirklich, das spürt man tagtäglich und gerade auch in diesen halbgebildeten Bürokratenkreisen, die denken so. Das Dumme ist ja, zu diesen Narrativen gehören dann auch immer Leugner, ne? So. Genau. Damit wird das Ganze immer zum religiösen Thema. Also, das ist ein Ketzer. Einsames Narrativ oder es ist eine... Und da gehören natürlich auch die Priester dazu. Ne? Also die Experten, das sind heute die Priester, ne? Die also, predigen. Was die Wahrheit angeht, also, da bin ich doch mit Heinz von Förster, der sagt, dass die Objektivität die Wahnvorstellung ist, man könne Beobachtungen ohne Beobachter machen. Also das heißt, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es Wahrheiten. Und das, was wir dann versuchen, wenn wir nach dem suchen, was wir alle für Wahrheiten, man muss ja Mehrheiten für die Wahrheit haben. Wenn da einer sagt, ich habe die Wahrheit, reicht das nicht. Nee. Das heißt, diese Evidenz, darüber muss man sich einigen. Evidenz ist ein Einigungsprozess. Das ist eine Sache, ändert sich ja dann auch wieder. Was einmal evident war, ist dann wieder nicht mehr richtig. Das war die Wahrheit, aber es ist sie heute nicht mehr. Genau. Nein, eben. Genau. Also, es ist eine Konsenstheorie der Wahrheit inzwischen. Ja. Das ist natürlich abstrus. Ja. Also nach unserem aufgeklärten Denken ist das ein Fehllehre. Gibt es eine absolute Wahrheit? Also es mag eine Illusion bleiben oder wir versuchen aber im aufgeklärten Denken uns, soweit wir nur irgend können, dieser Wahrheit zu nähern. Wir zweifeln alles an. Ich glaube schon, dass es eine Wahrheit dahinter gibt. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, dass wir wirklich zweifeln. Dass wir ständig an uns selbst zweifeln, dass wir ständig hinterfragen, dass wir ständig weiter suchen. Und damit, weil das, was wir als Wahrheit kennen, ist unser aktueller Stand. Und wenn wir etwas dazulernen, dann werden wir das verfeinern zumindest. Oder vielleicht auch über den Haufen werfen. Nicht von Wahrheit in der Wissenschaft, sondern vom Stand der Wissenschaft. Ja, das ist gut. Gut, aber das ist ja das eine, dass man die Sachen immer wieder hinterfragen muss. Aber dann gibt es ja Dinge, die so erkennbar entfernt sind von der Realität. Ja. Also zum Beispiel eben zu sagen, dass wir haben es hier mit dem allergefährlichsten Virus jemals zu tun. Mhm. Und wenn wir uns dann die Sterbezahlen oder die Infection Fatality Rate irgendwie anschauen, dann ist es so einfach nicht. Wir haben hier es nicht mit Ebola zu tun, wo die Leute an allen Ecken und Enden einfach tot umfallen würden, theoretisch. Aber das ist sozusagen eine politische Opportunität gegenüber einem Narrativ. Ja, wir nehmen jetzt das Narrativ als Wahrheit, weil das politisch opportun ist. Und dann kommen halt so Figuren wie Wieler und sagen, diese Regeln dürfen nie wieder hinterfragt werden. Genau. Ja, weil wir haben als Dogma, wir setzen es als Dogma. Ja. Und der Begriff des Dogmas ist eben voraufklärerisch. Ja. Und daran erkennt man es. Wir sind vor die Aufklärung zurückgefallen, indem wir diesen Narrativen huldigen. Das Problem ist doch, dass das nicht zufällig passiert ist und sich so entwickelt hat, sondern dass es vorbereitet wurde. Ja. Ich habe hier gerade das rausgesucht. Das ist dieser Kongress gewesen, 11. Juli 2019 in London, vom BBC veranstaltet, wo sämtliche Mediaagenturen, alle großen Medien versammelt waren, wahrscheinlich auch RBB. Die sind da gewesen und da hat man sich geeinigt, dass man Fake News bekämpfen will, gemeinsam. Mhm. Das hat man kurz bevor das Ganze losging, ein halbes Jahr bevor das Ganze losging, hat man sich geeinigt. Und das ist unterstützt worden von der britischen Regierung, von der kanadischen Regierung. Die beiden haben das gemacht. Und dann war das 1500 wichtige Medienleute waren da. Und die haben sich darauf geeinigt. Und da ist dann natürlich weiter dran gearbeitet worden. Da ist nicht viel drüber gesprochen worden. Aber das, wenn ich das sehe, ich habe da ein bisschen gelesen, was die da gemacht haben, wenn ich das sehe, dann ist mir klar, weshalb die plötzlich im März alle das Gleiche sagten. Ja. Die hatten sich, das ist vorbereitet, natürlich vorbereitet. Ja, also es ist zumindest eine Taktik oder vielleicht eine Strategie, aber das ist schon auch ein beherrschendes Denken, also ein Zeitgeist, der dahinter steht. Ja? Dass man sagt, wir müssen als erstes mal die Wahrheit im narrativischen Sinne sozusagen entdecken. Also erstmal festlegen, was ist gut, was ist richtig, was ist schlecht, was ist böse. Und danach
versuchen wir uns vielleicht noch mit rationalen Argumenten, also mit Begründungen, Bestätigung zu holen. Aber inzwischen ist man auch dazu übergegangen zu sagen, na, wir machen das Urteil, ja, so ist es, das darf man denken und begründen müssen wir das nicht mehr. Das würde die Sache nur verwässern. Also da geht es nicht um Wahrheit, da geht es um Macht. Um Manipulation. Um Macht. In den Medien war es ja jetzt letztens ganz lustig, als der Elon Musk dann BBC-Reporter dann bloßstellte, der ihn nicht antworten konnte auf die Frage, nennen Sie mir doch mal ein Beispiel von Hass und Hetze oder Fehlinformationen, und dann ihm dann auch anschließend noch sagte, aber Sie wollen doch nicht sagen, dass der BBC in den letzten 3 Jahren keine Fehlinformationen verbreitet hätte. Ja, wo ich dann einfach nur sagte, wo ist denn jetzt die Wahrheit? Wenn die Leute, die jetzt jahrelang für sich in Anspruch genommen haben, hier wirklich der Leuchtturm zu sein in der Medienlandschaft, die Orientierung, wenn die plötzlich umfallen. Ja, als Verbreiter von Fehlinformationen. Mhm. Gut, die Hass und Hetze sind ja wirklich von denen ausgegangen. Also das kann ja jeder von uns jetzt mit eigenen Berichten, die da waren, also hast ja am eigenen Leib erlebt. Ja. Es ist für mich so unfassbar. 2007 habe ich doch bei den Europarat diesen Bericht gemacht, für das die Medien als Grundlage für die Demokratie und die Medienfreiheit und das für den Europarat. Und da haben wir 26 Kriterien entwickelt, zusammen mit allen möglichen Journalistenorganisationen, die dann benutzt werden von der Europäischen Union und die garantieren sollen, dass die Politik keinen Einfluss nehmen kann und die Wirtschaft auch nicht. Das ist interessant. Auf die Medien. Das ist ein Bericht, der steht im Netz, der ist beim Europarat, der ist beschlossen worden von der Parlamentarischen Versammlung, akzeptiert worden von den Regierungen und ich war Berichterstatter. Und wo ist der jetzt geblieben? Der ist da immer noch. Und das sind diese 26 oder? Kriterien zum Beispiel, aha, die sind benutzt worden, um Serbien, die als Kandidat für die EU zu prüfen. Mhm. Dann wird nämlich auch geprüft, ob die Medien frei sind in Serbien. Und da ist ein Bericht gemacht worden, der ist so dick und da steht auch drin, dass diese Kriterien benutzt worden sind. Mhm. Also man weiß das alles, aber ja, man, und die, genau wie die jetzt hier sagen, es geht dabei Media Freedom. What it is and why does it matter? Sie haben praktisch mit den Dingen da, mit dieser Versammlung, den Pressekodex über Bord geworfen. Die sagen, wir wollen ihn retten. Die benutzen den genau wie World Economic Forum. Die sagen immer, ihr werdet glücklich sein, ihr werdet nichts besitzen, aber glücklich sein. Also wir kümmern uns um euer Wohl, deshalb machen wir das. Das ist ein, oder wie die WHO, mir ist das so wie Schub von den Augen gefallen. Die WHO hat eine Erklärung, was Gesundheit ist und definiert das unheimlich toll. Das ist, sagt, das alles nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und sozial gesund. Das, alle sagen, ja. Ich auch, habe ich auch früher. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, da ist eine Organisation, die sagt uns, was Gesundheit ist. Und die will jetzt auch, wenn sie da weiter sich entwickelt, will sie plötzlich die Kriterien definieren, wie sie auch schon die Normwerte definiert hat für Cholesterin. Und wenn man ein bisschen drüber ist, dann muss man behandelt werden im Sinne der Sponsoren der WHO. Das heißt, hier ist einer, der ergreift die Macht und sagt uns, was ist Gesundheit? Und das ist etwas, das ist... Pfizer hat ja auch schon Pillen entwickelt, die zurückmelden, ob sie geschluckt wurden oder nicht. Ja, aber die Definitionsmacht, die wird übernommen. Mhm. Und das ist Dogma. Genau. Das ist das installierte Dogma. Aber das führt dann eben auch dazu, dass man die Schlussfolgerung ziehen muss, die Mitwirkenden, also diese Systemlinge, die da drunter sozusagen das umsetzen, ja, das sind Glaubenstäter, das sind sozusagen Glaubenskrieger, die sind wirklich überzeugt. Und in diesem Prozess konnte man das wirklich veranschaulicht sehen. Da sind leidenschaftlich Gläubige unterwegs, die auch wirklich zutiefst empört sind über die Schlechtigkeit des Herrn Bormann. Und auch meine Schlechtigkeit. Ich denke immer wieder an des Kaisers neue Kleider, wie sie alle den König so schön finden, der in Wirklichkeit gar nichts anhat. Es geht ja in der Medienberichterstattung weiter. Ne? Also wir haben es ja gesehen, die Überschriften sind sehr stark tendenziös, steht ein Haufen Blödsinn drin, dann geht es weiter im Bericht, der Anwalt ist bei der Partei, die alle nicht mögen und so weiter. Ja, also und so weiter und so fort. Also inhaltlich sind diese Artikel doch zumeist auch ziemlich leer. Ne?
Absolut leer. Und es reicht halt immer wieder Ihnen aus, von dem Holocaust-Vergleich oder dem Nazi-Vergleich zu schreiben. Es gab keinen Nazi-Vergleich und geschweige denn einen Holocaust-Vergleich. Darf man eigentlich noch Lada fahren? Ich glaube schon, aber ich weiß noch nicht ganz, warum Sie die Frage stellen. Weil es ein russisches Auto ist. Achso, ja, stimmt. Vielleicht wird die Marke umbenannt oder so. Dala. Dala, ja, genau. Also es ist wirklich ja auch dadurch eine... Ja, es ist, was auch nicht so verwirrend natürlich für viele Leute. Also wenn man im Prinzip das, was man früher als real angesehen hat, irgendeine Art von Medienfreiheit, auch wenn es wahrscheinlich da auch, oder wir sehen ja jetzt immer mehr, auch vieles schon nicht gestimmt hat. Mhm. Aber jetzt ist es eben so, viele kommen halt noch mit dieser alten Vorstellung daran und können sich eben dieses gar nicht vorstellen, dass es so enorm ist, dass das einfach inzwischen verdreht ist. Wir erleben es ja auch manchmal im Bekanntenkreis, dass wir dann, wenn wir irgendetwas sagen, dann auf Unverständnis treffen und die dann fragen, wo informierst du dich denn? Na, um nicht gleich zu sagen, du bist ja Verschwörungstheoretiker. Denke ich immer, mein Gott, ja, früher haben wir es doch gelernt, uns möglichst breit zu informieren. Mhm. Heute wird uns verboten, manche Dinge überhaupt anzugucken. Ich denke, das kann nicht sein. Geht einfach nicht. So offensichtlich, dass es in Richtung dogmatische Vereinheitlichung geht. Das ist so. Aber es zeigt natürlich auch, wie letztlich fragil oder verletzlich das Ganze eigentlich ist. Weil wenn ich das so als Dogma aufbauen muss, ja, so einen Glaubenssatz installieren muss, dann ist doch eigentlich total klar, dass die Argumente, die ich habe, überhaupt null tragen können. Man hat es ja jetzt auch gesehen, in dem Fall, zack, die Sache fällt eigentlich mit einer objektiven Anwendung des Rechts, ja, oder eine Subsumierung unter eben vorgegebene Erkenntnisse des damals, möglicherweise zumindest in diesem Punkt noch funktionierenden Verfassungsgerichts, ja, fällt die ganze Geschichte in sich zusammen. Ist ja auch so, ich bin letztens mal wieder auf die Antifa zugegangen, wollte mal mit denen sprechen und habe die einfach nur gefragt, was hat die Regierung in den letzten 3 Jahren richtig gemacht? Und ich dachte, ich kriege jetzt eine Antwort von denen, ja? Schwurbler, hau ab, mit dir sprechen wir nicht. Das war so schwach, das war so unfassbar schwach. Ja, ich wollte es eigentlich aufnehmen oder so, aber das wurde dann auch verhindert, indem dann ein großer Mann auf mich zusprang, mich da wegdrückte, mir das Handy aus der Hand riss und mit Mühe und Not konnte ich dann mit Hilfe von ein paar Polizisten dann dieser Situation noch entkommen. Krass. Aber sie sind wirklich nicht bereit, ein Sachgespräch zu führen, weil sie es nicht können. Sie verlassen sich darauf, dass die Leute hinter den Kulissen einen fertigen Plan haben, der funktioniert. Und das ist ja genau das, was wir hier in der Runde wahrscheinlich alle meinen würden. Der Fragilität, das ist schon auch der Punkt, auf den man es bringen kann. Also auch, wo meine Empörung herrührt. Ja? Also Fassungslosigkeit fast schon, ist ja mein Lieblingswort 2020 bis 2023. Ich bin fassungslos. Aber Das ist eben der Hauptanklagepunkt. Die juristische Tradition, die juristische Methodologie, ja, die Argumentationskunst eines Juristen ist ja exakt das Gegenteil von dem. Ja. Man analysiert den Sachverhalt und subsumiert dann sozusagen die rechtlichen Vorschriften. Und dabei blickt man auf ein ganzes Spektrum von Meinungen an den entscheidenden Schaltpunkten. Ja. Und dieser Prozess allein der Subsumption, also der juristischen Entscheidungsfindung, ist darauf ausgerichtet, dass man eben der Realität, der Gerechtigkeit möglichst nahe kommt. Ja. Und da kann ein Dogma eigentlich gar nicht greifen. In einem Juristenhirn kann eigentlich kein Dogma reifen, würde ich sagen. Ja. Und es ist so unfassbar schnell, sind wir eines Besseren belehrt worden. Es sind die wirklichen Dogmen. Also das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts liegt auf. Dem liegt das Dogma zugrunde, es gibt einen CO2-basierten anthropogenen Klimawandel. Ja, das ist sozusagen nicht hinterfragbar, das darf man nicht hinterfragen. Und dann merken die Verfassungsrichter nicht mal, dass die Berichterstatterin einen Text eines grünen Funktionärs in das Urteil sozusagen als Dogma einschmuggelt. Ja, weil man eben die Sache nicht mehr methodologisch korrekt hinterfragt und sorgfältig abarbeitet. Ja. Also ich gebe zu, darum Fragilität, mein Lieblingswort in dem Zusammenhang. Es gibt ja diese ganz schöne Denkfigur, ganzes Buch draus geworden von Taleb, Antifragilität. Was ist das Gegenteil von fragil? Nicht etwas stabil, so seine These. Ja? Stabil ist sozusagen einfach nur, geht nicht so leicht kaputt. Das Gegenteil von fragil ist aber, dass es sozusagen durch Stressoren stabiler wird, fester wird. Also antifragil. Gewissermaßen
ultimative Resilienz. Und das ist Antifragilität. Ich habe mich dem vielleicht naiven Glauben hingegeben, dass ein in guten Zeiten über Jahrzehnte reifender und ausdifferenzierter Rechtsstaat antifragil sein wird. Der wird also nach 70 Jahren wird gewissermaßen die demokratische Grundordnung und die Rechtsprechung mit ihren Institutionen und ihrer sozusagen institutionellen Moral die Fähigkeit haben, sozusagen solche Angriffe dogmatischer, politischer Idiotien, mit Verlaub, abzuwehren. Ja? Also in den Gerichtsprozessen, wo über Monate Schriftsätze hin und her gewälzt werden und diese Methodik eben stattfindet, das führt dazu, dass der Rechtsstaat immer gefestigter und immer stärker wird. Eben antifragil. Und das exakte Gegenteil hat sich herausgestellt. Das Gleiche müsste eigentlich in Schulen auch passieren, weil wir haben seit langem das Modell der vollständigen Handlung im Unterricht umzusetzen, an dessen Ende immer eine Feedbackrunde steht, an der man immer Kritik übt, um in Zukunft das Ganze besser zu machen. Aber wirklich alles. Von der Aufgabenstellung über die Durchführung und so weiter, um alles besser zu machen. Eigentlich müsste dieses Modell der vollständigen Handlung dazu führen, dass man alle Fehler im Laufe der Zeit findet. Ne? Aber dadurch, dass hier Narrative vorgegeben werden als Endprodukt, die nicht in Frage gestellt werden dürfen, stellt man das ganze Modell der Schule, der modernen Schule in Frage und wischt es vom Tisch. Wir brauchen hier nicht mehr die vollständige Handlung. Wir machen jetzt wieder hier nach Fachbuch. Da steht das drin und das müsst ihr alles glauben. Das ist doch das Ziel des Great Reset, der sagt, dass die Globalisierung sich beißt und nicht, das ist ein Trilemma, dieses von dem Schwab, dass die Globalisierung nicht zusammengeht, weder mit der Regionalität und nationaler Vielfalt noch mit Demokratie, aus der sich diese Vielfalt ja entwickeln kann, weil die Menschen nicht alle gleich sind, anders, wenn sie sich selbst organisieren. Und deshalb ist das, was wir erleben jetzt, dass man dieses sich streiten und sich einigen nicht zulässt, sondern sagt, was gemacht werden soll. Das ist so ganz klar eine Abschaffung all dessen, was wir in unseren verfassungsmäßigen Grundsätzen haben, in unseren Menschenrechten haben. Das geht nicht, wenn man die Sklaverei hat. Dann werden Menschen nicht menschenwürdig behandelt, sondern wie Objekte behandelt. Wenn da einer Macht hat und über andere bestimmen kann, totalitär bestimmen kann, dann ist die Menschenwürde futsch für diese, dann wird zerstört. Und das ist die wichtigste Aufgabe des Staates nach unserer Verfassung, Artikel 1. Genau. Und ich fühle mich verfassungslos. Also, was ich gerade auch gelernt habe, ist, dass unsere Verfassung, wenn man das Grundgesetz so bezeichnen darf, dass das eigentlich stärker ist als die EU-Verfassung. Weil in der EU-Verfassung steht zwar auch vorne drin, dass die Menschenwürde geschützt werden muss, aber das steht nicht von wem. In unserer Verfassung steht drin, das ist die erste Aufgabe aller staatlichen Gewalt, diese zu garantieren. Artikel 20 steht und damit drin. Ist klar, wer das zu tun hat. Ja. Na, ich meine, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass wir hier eine wehrhafte Demokratie haben. Das ist doch auch ein Begriff, der irgendwie immer so rumgegeistert ist, dass wir uns verteidigen, genau gegen diese Angriffe auf unsere Menschenwürde, Freiheit, Gesundheit und so weiter. Das wurde in jeder Rede gemacht bei der Vereidigung von Soldaten. Mhm. Genau. Nicht? Ich meine, im Prinzip, wir haben ja auch dieses Phänomen, die Ingeborg Maus, die hat das ja mal ganz gut auch beschrieben, dass eben quasi durch diese unbestimmten Rechtsbegriffe eben auch so der Geist einer neuen Weltanschauung eben sehr schnell Einzug halten kann bei eben Entscheidungen. Und das ist ja das. Wir sehen ja, dass es auf jeden Fall mit einer bestimmten anderen Blickrichtung, die Urteile gefällt werden, eben genau mit diesem Geist, ja, dass ich das nicht kritisieren darf, dass ich es hier mit dem der größten viralen Katastrophe überhaupt in der Menschheitsgeschichte zu tun habe und dass wer da nicht mitspielt, dass der eben sozial verachtenswert ist und so weiter. Also das ist ja im Prinzip der Blickwinkel und das macht es auch so gefährlich. Aber trotzdem einen Punkt, es ist ja so dilettantisch, dass es teilweise ja eben überhaupt nicht vereinbar ist mehr mit dem, was wir als juristischen normalen Aufbau von Gedankengängen gelernt haben. Ja, also wenn ich das anwenden würde, das sagt ja Maus dann auch, im Prinzip, wenn ich wie eine Art Roboter, ja, also im Prinzip nach diesen Parametern, die ja alt hergebracht sind sozusagen, das eben darunter fasse, subsumiere und so weiter, dann komme ich eigentlich zum anderen Ergebnis. Aber hier wird es verdreht, verschoben in eine ganz andere Richtung. Das ist kreuzgefährlich. Man kann dem Wahnsinn nicht vernünftig diskutieren. Ja, wir haben auch eine gefährliche Gleichsetzung im Moment von Regierung und Staat. Ne? Sie sind ja staatskritisch. Was heißt denn das?
kann doch gar nicht staatskritisch sein. Ich bin doch selbst Teil des Staates. Wenn jemand regierungskritisch ist, das kann ich nachvollziehen, weil ich weiß, wer die Regierung ist. Aber der Staat sind wir alle zusammen. Da haben wir die Gewaltenteilung, da haben wir die Medien, die kontrollieren, da haben wir alle die Bürger. Ne? Also es ist sogar mein oberstes Ziel aus meinen Schülern, die ich ja mal hatte, kritische Staatsbürger zu machen. Und jemand, der nicht staatskritisch ist, trägt nicht dazu bei, dass dieser Staat lebendig bleibt und dass er funktioniert. Das nennt man deliberative Demokratie. Sozusagen, wir reden miteinander und versuchen, unsere Positionen zueinander zu führen, um zu besseren Positionen zu gelangen. Das Wort staatskritisch aber das ist Framing eben, ja, in aber, die Richtung, die wir gerade besprochen haben. Also das ist in meinem gesamten Leben, ist mir das immer schon aufgefallen, dass in Deutschland jedenfalls gewissermaßen nur kein Streit herrschen darf in politischen Fragen. Ja? Mhm. Also jedenfalls, ich bin 66 geboren, also die 68er Jahre habe ich noch nicht so mitbekommen, da wurde glaube ich schon gestritten, resolut, auch Herbert Wehner und dergleichen, ja, Strauß und so. Aber danach, in meinem bewussten Lebensaltern, war es eigentlich immer in den Medien jedenfalls Präsenz, ach um Gottes Willen, da wird innerhalb einer Partei um eine Position gestritten. Ja? Das darf nicht sein. Die streiten sich ja nur, genau. Ja. Kann man ja nicht wählen. Und das ist in der SPD, das ist der Streitkampf. Ja. Genau. Und zwischen den Parteien darf man eigentlich auch schon nicht mehr streiten. Ja? Man muss immer in der Mitte sich versammeln, also möglichst nicht irgendwelche unterschiedlichen Auffassungen. Ja, ich weiß auch nicht. Sie ist wahrscheinlich ist die Querfront inzwischen die Mitte. Ne? Neulich hörte ich, dass es gar nicht das Problem sei, dass die Rechten immer radikaler werden, sondern dass die Mitte immer radikaler wird. Das fand ich, das war eine berühmte Frau, kluge Frau auch, aber halt in einem gewissen postmodernistischen linken Denken gefangen, die das aber ganz ernsthaft vortrug. Die Mitte, das Problem sei, dass die Mitte immer radikaler wird. Ja, aber wie gesagt, diese Streitvermeidung als gewissermaßen Diskursprinzip und auch Dogma, das ist schon das Problem und es wird immer, immer heftiger. Was zu erkennen ist, dass da möchte jemand Macht haben, will was verbieten und sagt, was gemacht werden soll. Das ist einfach autoritäres Setzen von Dogmen. Das kennt man auch aus der Geschichte immer wieder. Das sind Leute, da wird Macht gebündelt. Und das wird gemacht dadurch, dass man das ganze die Gesellschaft nicht wie Demokratie von bottom-up, sondern dass man top-down macht. Das ist richtig ein Umdrehen. Wenn man aufhetzt, ja. Ja. Mit denen spricht man nicht. Ne? Also ja. Kinder gegen ihre Eltern und was weiß ich, Parteien, mit denen man nicht spricht und so weiter. Also unfassbar, was da abgeht. Das ist schon enorm. Also ich meine, trotzdem, ich finde es ja gut, also das ist ein Lichtblick. Dieses Urteil, ja, ich war jetzt auch überrascht. Ich habe gedacht, das würde eben eventuell ganz anders ausgehen oder es war ja völlig unklar, in welche Richtung er sich da bewegen würde, aber doch, dass er auch so klar entschieden hat, das finde ich, ist jetzt schon wirklich erfreulich. Also da, wir sehen ja ein paar Urteile in letzter Zeit, die auch trotz allem wieder in die richtige Richtung gehen. Können das Präzedenzwirkung haben? Nein, das ist sicher eine Einzelfallentscheidung. Also da kann man auch die Revision nicht zulassen, ja, weil die Revision muss sozusagen über die Einzelfallgerechtigkeit hinaus irgendeine Leitmaxime prüfen. Ich glaube auch deshalb, also es braucht gar keine Präzedenzentscheidung, weil das sind so abgesicherte und jahrzehntelange Rechtsprechungsprinzipien, die dort einfach nur endlich in der Berufungsinstanz zur Anwendung gelangt sind, dass man darüber gar nicht... Aber wie gesagt, ich teile die Einschätzung genauso. Das ist ein großer Lichtblick. Ich hoffe, dass das auch... Also, veröffentlicht wird, auch unter Juristenkreisen sozusagen. Ich hoffe auch, dass das Urteil noch mal so eine Begründung erfährt, die ist ja noch nicht da, dass die wirklich auch was, das kann man ja auch bei diesem Richter sicher erwarten, brillanter Mann. Und wie gesagt, er hat seinen Ruhestand vor Augen und will er vielleicht noch mal in einer durchaus öffentlichkeitswirksamen Entscheidung auch ein paar Sätze formulieren, die halten. Seine Werte noch da sind. Ja, und dass wir auf diesen Werten immer noch operieren. Und das ist auch unveränderlich. Ja? Also wir können nicht unter anderen Regeln sozusagen ein demokratisches Gemeinwesen, einen Rechtsstaat leben, wenn man nicht diese
Grundprinzipien von Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und eben auch der Behutsamkeit und eben ja, Verhältnismäßigkeit im Umgang mit den Meinungen anderer fährt. In dieser einen letzten Güteverhandlung, die wir da hatten, da fiel ja dann auch ein bösartiger Satz nochmal, der so mehr oder weniger geflüstert wurde dann von der Gegenpartei, wo der Richter fragte, ja, was ist denn mit dem Herrn Baumann nicht in Ordnung? Ja? So, er wäre nicht steuerbar. Ne? Was? Ach ja, echt? So, und daraufhin habe ich gleich ein Video gemacht, weil das dachte ich, das ist genau die Kernaussage. Ja, das stimmt. Sie brauchen steuerbare Lehrer. Ja, aber das ist steuerbare Menschen. Ja, aber das Problem, ja, das Problem ist, wir haben ja bewiesen, wie steuerbar wir alle sind. Sie auf der Straße sehen. Sie sehen ja noch nicht mal, dass sie damit gegen ihre eigenen Regeln verstoßen. Brauchen sie ja bloß zu ihren Fachseminarleitern gehen zu ihren Oberpädagogen und die würden ihnen gleich sagen, das, was ihr da vorhabt, das geht überhaupt nicht. Das verstößt gegen sämtliche Prinzipien eines Lehrers. Kann er gar nicht machen. Dann könnt ihr gleich die ganze Belegschaft entlassen, weil sie nicht mehr nach ihren Regeln arbeiten. Tja, unglaublich. Gibt es irgendwas, was man noch abschließend dazu sagen müsste, sollte? Ja, vielleicht den Punkt, was empfehle ich denn da den Kollegen, die jetzt in dieser Bredouille sind? Was mache ich denn jetzt mit meinem Gewissen? Ich denke wirklich, das ist eine individuelle Entscheidung. Auf Dauer hält das keiner aus, so gedrückt zu werden. Ich habe jetzt verschiedene Gespräche geführt mit Leuten, die gerne freie Schulen gründen und da ihre eigenen Ideen ausleben wollen. Ich werde mich da nicht mehr involvieren, weil dafür bin ich jetzt zu alt, um da nochmal so richtig Gas geben zu können. Ich mache lieber weiter hier bei dieser Aufklärung, mit der ich mich jetzt hier 3 Jahre beschäftigt habe und werde mich da involvieren, weil das, was ich hier jetzt als Abfindung bekomme, das ermöglicht es mir auch andere Wege zu gehen, als wieder in die Schule zurück zu müssen. Ja, das ist auch für mich sozusagen ein Leitgedanke. Ja. Also das erlebe ich ja, ich bin seit wirklich 3 Jahren sozusagen unter den widerständigen Juristen. Das erlebe ich schon, dass es unglaublich doch viel mehr Menschen, als man befürchten muss, den geraden Weg gehen. Also sozusagen Brust raus, Bauch rein und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich wehre mich dagegen, ja. Also erstens mal bin ich froh, dass es so viele Menschen wie Herrn Baumann gibt und andererseits bin ich jetzt auch froh, dass man vorführen kann, das Recht ist auf eurer Seite. Ja, ja. Also das ist doch in der Pädagogik so, nicht? Man sieht etwas, was man beobachtet und dann empfindet man etwas, man spiegelt das und dann, wenn ich mir vorstelle, die Kollegen sehen das jetzt und dann trauen Sie sich vielleicht was. Und wenn Sie dann auch noch Erfolg haben dabei, dann ist da die Belohnung auch noch da. Und das ist im arbeitsgerichtlichen Prozess, um ein bisschen kleinteiliger noch was zu sagen, das kommt natürlich selten zum Tragen. Ja? Weil man einigt sich, wenn man sich eine durchsetzungsfähige Position hat, ist man als Arbeitnehmer im Prozess auch gut beraten, sich dann irgendwann zu einigen, also einen Vergleich zu schließen. Dann vereinbart man eben eine Abfindung. Ja? Und dann hat man noch was davon. Man ist das Arbeitsverhältnis, was man eigentlich letztlich gar nicht mehr fortsetzen möchte nach dem ganzen Streit, los und kriegt eine Vergütung. Hier haben wir das Ergebnis. So lange dauert, dieser Prozess? Ja, aber absolut. Okay. Hier haben wir das eben durch ein Urteil gewonnen. Ja? Und in diesem Urteil steht mit Sicherheit nur Richtiges drin und sehr viel Bestärkendes, dass eben auch im öffentlichen Dienst, sogar im öffentlichen Dienst, eine gewisse Widerständigkeit vollkommen legitim ist. Na klar. Also da muss ich jetzt Herrn Gall auch nochmal loben als Rechtsanwalt. Also wenn er nicht so viel geschrieben hätte, ich glaube, dann wäre das nichts geworden. Ich hoffe, es war nicht nur die schiere Masse. Ich sag mal, die angreifende Seite, die Senatsverwaltung, die hat ja auch eigentlich nur dadurch geglänzt, dass sie viel geschrieben hat. Zwar viel Unsinn, aber viel, worauf man reagieren musste. Und ich nenne jetzt keine Namen, aber ich muss dazu sagen, es ist eine sehr große Rechtsanwaltskanzlei, die diesen ganzen Mist geschrieben hat, mit Verlaub. Ja? Also die glänzen da dadurch vor allen Dingen. Wir dürfen auf unsere eigene Zunft, also auch die Anwälte auf ihre eigene Zunft
nur noch kritisch blicken. Die breite Masse hat mitgespielt, ja, mitgeschwommen. Das ist schon schrecklich. Die vorherrschende Marotte, die sie mal drauf hatten, war aus meinen Videos zu zitieren. In dem Video, das heißt so und so, hat er das und das gesagt. In der und der Minute, in dem und dem Satz. Stellen Sie sich das mal vor. Nächstes Video. In dem Video, so ungefähr. Ja. Was soll das? Was ist das überhaupt also relevant für dich? In den Zeilen hörte man sozusagen durch, dass man sich im Klaren sei, bei den Kollegen meine ich jetzt, dass das sozusagen ein grenzgängiger Fall ist oder wie auch immer. Ja. Man muss ja nicht seine Partei verraten und sagen, ja, ist natürlich alles Unsinn. Aber man kann Signale setzen, auch in der mündlichen Verhandlung, mit einem bestimmten konzilianten Ton. Nichts dergleichen. Kämpferisch. Und verbissen. Ich meine, Teil des Vergleichsvorschlags war ja auch noch, dass eben die Vorwürfe nicht aufrechterhalten werden. Also das war ja noch ein Teil, der da mit drin sein sollte. Und wahrscheinlich hat man sich jetzt versprochen, wenn wir das eben nicht machen, dann zack, kriegt er eine Ohrfeige und dann ist die ganze Geschichte vom Tisch, ja, irgendwie für uns zu unseren Gunsten. Die hatten natürlich auch einiges zu verlieren. Genau eben dieses Phänomen, dass man jetzt sagen kann, hallo, schaut mal hier, ich bin hier standhaft geblieben und jetzt kriege ich auch noch recht. Also so das dürft ist ja, ihr mit euren Mitarbeitern nicht umgehen. Ja. Genau. Und zwar nicht im Entfernen. Genau. Ja. Ja, das also hat viel Energie gekostet. Hat viel Energie, aber ich meine, im letzten Effekt, finde ich, hat es sich gelohnt. Und ist auch ein wichtiges Signal. Deshalb haben wir es ja hier jetzt auch nochmal besprochen. Weil ich glaube wirklich, also es ein paar Dinge tun sich, die auch in diese Richtung gehen. Und ich finde, das ist auch, wo ich denke, wir müssen auch die Richter bestärken. Ist ja letztlich auch sowas. Ihr könnt euch trauen. Und gut, der steht jetzt kurz vor der Pensionierung, aber letztlich riskiert er ja auch was. Wenn es total daneben wäre, dann kann man ja da auch an der Pension schrauben oder sonstige Sachen machen. Und dass dieser Mensch sich da halt so auch standhaft gezeigt hat in Bezug auf die juristische Interpretation des Ganzen, finde ich schon super. Also auch ihm nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Auch zeitlich ist es eben, es ist noch nicht alles verloren. Ja? Also das ist ein ganz normaler Verfahrensgang. Wir sind auch in den arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, also insbesondere die in 21 stattgefunden haben, gerade mal in der Berufungsinstanz. Ja? Es wird sich ja viel geeinigt und es ist eigentlich viel mehr, also es gibt auch Positives zu berichten, nur wird es halt nicht zum Ausdruck von Urteilen gebracht. Wir sprechen ja viel von Verfahren, von gerichtlichen Verfahren. Aber ich denke an die vielen Menschen, die Schwierigkeiten gehabt haben, die nicht keine Klage haben, weil sie kein Geld haben zu klagen. Oder weil sie einfach das nicht mitmachen wollten und die bei Gericht gar nicht erschienen sind. Ich glaube, nicht mal 10% der Menschen gehen irgendwie vor Gericht. Also generell ist das so. Ich glaube, in der Corona-Zeit, aber ich bin natürlich in einer gewissen Nische unterwegs, war es durchaus anders. Also es war eben, das hatte ich ja vorhin auch schon mal hervorgehoben, dieses Alltagsheldentum ist weiter verbreitet, als man denken sollte. Also es gibt schon viele, die sagen, nein, und wenn es mich das und das kostet, ich will das nicht dulden. Bei Veranstaltungen kommen häufig Leute zu mir, die sagen, dass sie das gemacht haben und dass sie so glücklich sind, dass sie sich treu geblieben sind. Genau. Ganz oft kommen die Leute die so und sagen, das war gut und dass ich das gemacht habe und ich bin so froh und ich habe viel verloren damals, so vor allen Dingen durch die, auch bei den Bekannten und in der Familie haben die meisten viel verloren. Aber ich habe so viele neue Leute kennengelernt, das ist so schön, dass man jetzt frei mit anderen Menschen leben und auch diskutieren kann. Wir sollten die Bedrohung nicht vergessen. Ne? Also meine Zeitungsberichte, die da damals rauskamen und die Presseberichte im Fernsehen führten wirklich dazu, dass man vor der Haustür angegiftet wurde mit Familie Corona-Leugner oder sowas. Ne? Also da stehen einem die Haare zu Berge. Nee, das ist schon krass. Also ich hatte ja auch die Situation, ich habe das ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Ausschuss jemals erzählt habe, aber ich bin ja dann nach der Parteigründung in der Bar, man erinnert sich vielleicht, und dann kam da ja sehr viel Gegenwind, auch von der Antifa oder sonstigen Leuten und eben auch ein übler Artikel da im Tagesspiegel von dem, ich glaube, Sebastian Leber war der damalige Schreiber. Und ich bin dann ja tatsächlich körperlich angegriffen worden, auch von einem Menschen, der mich dann erkannt hatte im Nachgang zu dieser Parteigründung. Und der hat ja wirklich, zwar auch ein bisschen absurd, ja, also ein Mann, der mich dann plötzlich angegriffen hat, mir ins Gesicht gegriffen, und dann habe ich ihn aber Gott sei Dank zu Boden ringen können. Erstaunlich, ich wusste gar nicht, dass ich über diese Kräfte verfüge. Also ich bin deshalb auch nicht irgendwie da getraumatisiert herausgegangen, weil ich habe ja quasi einen Machtzuwachs erfahren, indem ich mich von diesem Menschen niederringen konnte. Und das war echt absurd. Also ich saß dann irgendwie quasi rittlings auf dem und konnte mich aber gar nicht befreien, weil der mich an den Haaren zog und schließlich biss er mich noch sissy-mäßig in die Hand. Also gegen den ist dann
auch ein Verfahren eröffnet worden. Er hat mich dann angezeigt, auch ich hätte ihn angegriffen. Ja, das ist sofort eingestellt worden, das Ding. Aber ich finde, deshalb ist ja auch letztlich die Mitverantwortung von Menschen, also auch von Medienschreibenden, die ist ja gewaltig. Also wenn, ja, wenn das jetzt positiv aufgenommen wäre mit der Parteigründung der Bar oder da nicht irgendwelche Vorwürfe mitgesprungen hätten, wäre dieser Mensch wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, mich anzugreifen. Das ist ja auch gefährlich, sowas. Was da geschieht. Ja, es ist eine Art von Volksverhetzung. Das ist das der Andersdenkende wird sozusagen dann vogelfrei quasi. Und also insofern schockierend auch. Ja. Also die haben eine große Verantwortung und an die muss man sie auch immer wieder erinnern. Ja. Auch die Richter. Letztlich mit Fehlurteilen bereitet man ja auch den Boden, nämlich für genau solche Dinge. Also auch Übergriffe oder eben jetzt Diffamierung. Aber es kann wirklich auch handgreiflich werden. Ja. Also deshalb wehret den Anfängen oder weiß ich nicht, schlag zurück, was schon weit fortgeschritten ist in diesem Fall. Ja, sagen, Anfänge sind es nicht mehr. Nee. Ja gut, ganz herzlichen Dank, dass Sie beide, du, Sie, heute hier waren und uns das näher gebracht haben. Ich glaube, da sind auch wirklich viele, vielleicht hat es auch inspirative Wirkung nochmal für andere, auch solchen Dingen nachzugehen oder sich eben auch mehr noch zu bekennen zu dem, was man da vielleicht wirklich denkt. Und ich glaube, also man steht trotz allem nicht auf verlorenem Posten. Und unter Umständen wird ja auch noch ein Erdrutsch daraus in unsere Richtung. Ja, jedenfalls tritt immer mehr zutage, dass wir doch gar nicht so geschwurbelt haben, sondern wir bekommen ja ganz viel Recht und wir sind viel, viel mehr, als man individuell so denkt. Ja. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Ja.